Woher nehmen eigentlich die Händler die vielen Scheine, die sie tagtäglich auf den Tisch blättern? Haben die alle eine Druckerei im Keller? Wir bezahlen mit unserem eigenen Geld und kassieren natürlich auch wieder, wenn wir Glück haben. Ja. Also tatsächlich ist es so, dass wir uns die ganz regulär bei der Bank holen. Bei den großen Verkäufen ist es natürlich so, dass wir dann auch oft die Überweisung nutzen, also diese Blitzüberweisung, dass dann auch einfach noch genug Geld für die nächsten Fälle da ist, weil du weißt ja nicht, was vielleicht noch kommt. Widerspricht das nicht dem Sendungsnamen? Ein bisschen Bares geht immer über den Tresen. Theoretisch widerspricht das ein bisschen dem Namen der Sendung, ja. Woher nehmt ihr die 500-Euro-Scheine? Die gibt's doch gar nicht mehr. Vollkommen richtig. Wenn bei uns im Geschäft jetzt einer ein Schmuckstück kauft für 5000 Euro und er hat 10 500er dabei, dann lege ich dieses Geld in mein Kassenbuch. Und wenn ich zur Sendung Bares für Rares gehe, nehme ich diese Scheine wieder aus der Kasse und fahre nach Köln. Eine Druckerei hätte ich aber auch gerne.